War da doch der Hund, wo ist der Unterschied? Du hast die heilige Ziege vergessen. Oh, ich bin nicht mehr neugierig, dafür zynisch. Als Ex-Muslime haben wir bestimmt auch ein paar Sachen aus dem Islam in unsere Religion aufgenommen. Jesus? Ach nee, das ist ein Gott. Im Islam nee, wir bauen ganz, ganz langgezogene Keilschriften. Die heißen bei uns Minarett. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Brett. Aber ich glaube, du sollst weniger Drogen nehmen. Das würde dir helfen. Du meinst Gaddafi? Hast du dir die Schamhaare in die Shisha getan? Oh Mann. Nichts geht über die Familie, das ist richtig, Peter. Kannst du schon Forderungen anbringen? Nein, kann ich nicht. Das sind sehr große Sturköpfe. Jetzt hink ich hinterher. Kurz mal gucken. Außerdem sagt er kein Besitztum. Das Königpferd ist. Moment, ist der im Krieg mit irgendjemandem? So kann ich jetzt endlich mal 16 werden. Ich will wegen. Wieso heißt das jetzt Drogenpo? Was für Drogen? Egal, ignoriere ich einfach mal, was der für ein Schrott. Suzerän. Mhm. Jan, wir haben da so ein Problem. Ich kann erst Frieden schließen, wenn alles befreit ist, was noch angegriffen wurde. Ich mag das System. Er wurde scheinbar von der KI angegriffen. Ja, dann macht die immer schnell weg, die Belagerten. Ja, ich weiß nicht, ich kann nicht auf Zypern landen. Vielleicht kannst du das machen. Ich habe so wenig Küstenzugang und so. Ja, Marco, mein Hofspitz ist verstorben. Ich schicke jetzt einen neuen Bibliothekar zu dir. Zudem rennst du in die falsche Richtung, Kilian. Ich möchte nur diese Armee da aufsammeln. Sind ja immer noch Gegner. Sag mal, macht ihr denn? Endlich! Ja, so, jetzt, ich regel das jetzt mal. So, Moment, was kann ich überhaupt von maximal? Ja, so maximal kann ich, glaube ich, knappe 3000 Truppen ausheben. Sehe ich das jetzt richtig? Ja, 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 aber. Ne, ich schaue lieber weiter zu. Und der Stammbaum muss immer einen Kreisel geben. Peter kennt sich aus. Absolut. Moment mal, ich habe doch Seezugang. Moment, Flotten. Das ist wieder der typische Nord-Zypern-Konflikt. Wie kann ich denn Sachen über Wasser transportieren? Einfach Schiffe rekrutieren, die Leute raufpacken. Ein Schiff sind 100 Leute. Aber er hat noch nicht das Schiff erforscht. Hallo? Ich habe hier schon... Was ist das? Galeeren? Okay, es gibt nur Galeeren, kann das sein? Ja, hier gibt es ja keine Seeschlachten, weil es gab nie Seeschlachten zu jener Zeit. Oder echt so. Jetzt? Nein, aber das sagen die Entwickler. Also, nein, oh Gott. Wahrscheinlich wird es dann in CK3 irgendwann Seeschlachten geben, aber erst später, wenn auch die Hansrepublik mal was taugt. So, dann fahre ich mal. Nein. Muss ich jetzt alleine hier kämpfen gegen die 8000? Scheiße. Was hast du denn sonst gedacht, Marco? Kann ich nicht mehr bekämpfen. Ah, okay, dann nehme ich mal schnell noch mit. Komm. Bewegt euch doch mal. Lager auf Zypern?
Wieso laufen die so langsam? Hallo? Also ich bin früher ja schneller gelaufen, damals im 897. Hallo, immer. So, Herbert, für die Armee an. Ja, das kann ich gar nicht sagen. Ja, super. Kann ich dich da einladen? Okay. Nö, kann ich nicht. Super. Dann muss das mein Vasall machen. Vasall, Arbeit. So, fahr ich mal mit meinen 40 Schiffchen darüber. Wieso habe ich 40 Schiffe, Junge? 40, Junge. Das ist eins mehr als 39. So, und dann... Wie kriege ich die jetzt wieder runter? Achso, okay. Lauf doch mal schneller übers Wasser. Ach komm. Lauf mal schneller übers Wasser. Jesus, beeil dich! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, über das Wasser zu laufen. Natürlich kenne ich mich aus. Mein Vater ist mein Cousin, Bruder, Onkel, Opa und Neffe. So. In was für einem Dorf wohnt er? Einem einsamen Dorf. Im Dorf seiner Familie. So, ich stehe dann auf Zypern rum. Jo, mach das mal kaputt. Mach ich das überhaupt kaputt? Das frag ich mich gerade. Also, stehe ich falsch? Moment. Muss ich woanders hin? Du stehst schon richtig, aber warum kann da niemand helfen? Warum kann nur ich? Ja, irgendwie passiert jetzt nicht viel, oder? Gott, hier kommt alles und jeder und alles macht mich kaputt. Cool, ich habe den Idioten, der tibetanischen Revolte sogar gefangen genommen gekriegt. Kaiserin Maria hat was besetzt. Wer ist denn Kaiserin Maria? Die Heilige Mutter Gottes, glaube ich. Ich kenne Kaiserin Mareike. Da bin ich bald wieder ein Vasall von. Kaiserin Maria, das hört sich irgendwie so... Nee. Wer ist Kaiserin Maria? Was? Colonia Dignitas? Ist das die Provinz darf nicht durch Kaiserin Maria besetzt sein. Wer ist Kaiserin Maria? Ja, also, wahrscheinlich nicht deine Mutter, also dann weiß man auch nicht. Also ich glaube, ich besetze hier nichts, kann das sein? Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Egal. Irgendwas funktioniert hier nicht. Besetzt von Walashama Emirat. Ich glaube nicht. Warte mal, das ist. Was für ein Gegenstand habe ich erhalten? Oh nein! Was hast du denn erhalten? Das Schwert von Mumheit. Oh Mann. Ja, das du nur benutzen kannst, solange du Muslime bist. Freue dich. Kann ich jetzt wieder gehen oder soll ich da noch eine Weile bleiben? Ich. Es ist irgendwie behindert gerade. Weil irgendwie passiert hier nichts, oder? Nö. Warte, also. Geh mal runter, ich geh da mal hin. Ich geh wieder aufs Schiff. Tschüss. Tschüss, ihr Assis. Ich geh nach Hause. Ist gerade echt mies. Kian, dann kümmere dich um das, was du tun kannst, weil irgendwie kannst du da nicht viel tun. Gegen die 10.000 kann ich auch nicht ankämpfen. Was für 10.000? Ach, jetzt da ist schon so eine Armee. Woher ist die denn jetzt auf einmal gekommen? Jetzt gehen die vor dem Schiff runter. Langer Konflikt. Wann habt ihr denn angefangen? Ah, 93. Ja, mach's einfach weißen Frieden, passt schon. Soll ich versuchen, ob ich dir helfen kann? Ne. Jetzt hast du das Gebiet verloren. Ich schick mal noch ein paar Truppen. Na super. Wie ist das, meine Tante genauso alt wie mein Sohn? Ist das Problem nicht? Also das wundert dich jetzt? Jetzt greifst du... Egal, komm, greifen wir jetzt die KI an. Okay, es bringt nichts, wenn ich meine Truppen dahin stelle, dann gehe ich wieder. Tschüss, mach deinen Scheiß alleine.
So, wie alt bin ich denn inzwischen? 13. Ja. Meine Frau ist 18, Verlobte. Uff. Muss ich mal durch eine Jüngere ersetzen. Oh mein Gott, tut mir leid, Honkhörn. Das tut mir echt leid, das habe ich nicht gesehen. Was? Kommst du, Kilian, oder stehst du da rum? Also, keine Sorge. Du wirst sehen, dass deine Verlobte schwanger ist. Lock also, auf den es tut mir leid, das wollte ich nicht. Ist das jetzt schlecht? Meine Armee versuchen anzugreifen, da muss den Fluss übergangen werden. Ist sie von mir schwanger? Nö, von mir. Was? Wieso bist du von dir schwanger? Was tust du? Es gab ein Event und ja, das wollte ich wirklich nicht. Warum läuft der Tag nicht mehr weiter? Oh Mann. Was ist denn los? Ja, gleich mal hier Verlöbnis auflösen. Jemand klingt anscheinend die Dinge. Die sind auch eigentlich eine ganz gute Partie, muss man sagen. Guck dir deren Werte an. Ach, deswegen hast du die geschwängert, verstehe. Deswegen habe ich die zur Verlobten gegeben. Oh, sie hatte so gute Werte, deswegen habe ich sie geschwängert. Seltsam, dies. Okay, die hätte ich gerne anstatt meiner. Vorbei. Marco, guck dir mal meine Frau hier an. Nee, ich gucke mir gar nichts mehr an. Ich bin dezent erschöpft. Marco, guck dir die an, die ist Nestorianerin und eigentlich ganz toll. Nestorianer sind scheiße. Brillante Stratege. So Messalianer können die Weltherrschaft an sich reißen. Marco, guck dir mal die guten und die bösen Götter bei den Nestorianern an. Ja. Gott, der Herr Jesus und der gesegnete Jungfrauen? Was? Was? Und der gesegneten Jungfrau. Also, ich habe da gerade was falsch gelesen. Und die bösen Götter sind auch mal ganz toll. Satan, Lucifer, der Teufel. Ich kann die nicht so ganz verstehen, die Nestorianer. Hat Gino eine 90, ist es wohl. Ich kann ein Announcement machen. Ich glaube, das ist Fügung des Schicksals, dass Marco Kaiser Gaddafi der Gerechte hat. Was? Martin, guck, klick mal auf Honky Tonk, klick mal dessen Frau an. Dann wirst du sehen, dass sie schwanger ist. Das sieht dann, dass ich aus dem beim Event mich verklickt habe. Honky Tonk, dessen Frau, warte mal. Also das Verlobte. Ich habe mich beim Event verklickt und deswegen ist sie schwanger. Ja, kenne ich. Ich schwinge auch immer die Freundinnen meiner Freunde. Oh, guck dir mal deren Werte an. Also die ist doch perfekt, oder? Naja, geht so, ne? Gute Werte heute nicht für das Köpfchen. Der Gerichte, Alter. Guck ich mal an, wie mein Herrscher, was der für einen Beinamen hat. Gute Werte. Alter, was habt ihr aus Ostasien gemacht, Alter? Hier aus Mittelasien, ey. Das ist ja eine Katastrophe. Weiß ich, was du meinst. Vor allem Kian und Marco, wir haben nicht abgesprochen, wieso heißen beide eure Herrscher der Gerechte? Meine ist übrigens der Schlachter. Ja, der ist schon länger ja da. Wie hast du nicht aufgepasst, Peter? Ich heiße seit meiner Geburt Gaddafi in diesem Spiel. Aber war Gaddafi nicht einfach nur König? So kommt mein Schiff irgendwann auch mal an. Nee. Hä? Das Spiel pausiert doch, was? Ich hatte seit längerem. Ja, aber das steht nirgendwo. Ich hab den Text, dass das Spiel pausiert nicht. Ja, bei uns auch. Strategie 99 hängt hinterher. Deswegen ist mir das auch nicht den Text habe ich auch nicht, was? Das siehst du, wenn du dort bleibst bei der Anzeige, das siehst du, welche Tage die Spiele haben. Und für Strategie 99 sind wir noch am 8. März. Der Abazid ist wieder ein Kandid. Wo sehe ich das? Was ist das? Wie hat der denn das hinkriegt, der Idiot? Ich weiß nicht, aber schau dir vor allem mal eine seiner sekundären Ehefrauen an. Es ist Kaiserin Maria. Ich habe sie gefunden. Was? Ja. Worum Wieso geht's? Ist die sekundäre? Worum ja. geht's? Was? Sie ist eine sekundäre Ehefrau. Wer was? Kaiserin Maria. Und ich glaube, der Kyros-Typi, der will das Byzantinische Reich wieder aufbauen, oder? Ich bin mir nicht sicher, was der will. Hab ich auch schon vorhin gesagt. Ja. Ein bisschen muslimisch angehaucht, aber funktioniert auch. Kalif Fadil macht das schon. Also bist du sicher, dass du das wolltest? Was wollte? Was? Marco, ich bin jetzt der Vormund von Honky Tonk.
hätte ich das ablehnen sollen? Ja. Egal, ich bin bald volljährig, dann passt das schon. Ist gar nicht mal so schlimm. Ja, es sind eh noch 3 Jahre. Also. So, ich stelle mir das sehr interessant vor. Es sei denn, ich sterbe wieder und... Sag mal, was ist hier eigentlich los? Strategie 99 hat noch nicht die 100%, habe ich das Gefühl. Oder hat er noch... Nein, er hat immer noch nicht nachgeholt. Kann ich eigentlich beleidigen oder so? Nee. Vasalisierung anbieten. So geht denn das nicht. Wenn wir jetzt mal beenden müssen, dann lohnt es sich doch nicht mehr zu starten. Ja. Oh, ich habe wieder das Buch pausiert. Gleich sagen. Es gibt Gadavi. Den Sudenbill, es gibt den Kackbill. Gadavi der Gerechte, erzähl das mal einem Libyer. Ich finde es wirklich durchaus besser, dass mein Herrscher der Schlachter heißt. Nicht der Schlechter, sondern der Schlachter. Ah, die beste Kombination hat gerade Marco. Gadavi der Gerechte. Das Beste ist, dass ich ihm ja sogar noch ähnlich sehe. Jetzt in der Realität, oder? So siehst du in der Realität aus. Verstehe. Oh Gott. Marco, du hast deine Berufung gefunden. Ja. Und sollst nicht das Haus der Weisheit ausbauen, Marco? Ich werde gar nichts ausbauen, ich bin Gaddafi. Stimmt, ich könnte mal Dinge ausbauen, fällt mir jetzt gerade so ein. Wenn diese Schnarchpartie sich überhaupt noch bewegt. Ach, Fabi, ich finde es wirklich ganz toll. Eine, meine Geliebte ist die Verlobte von meinem Mündel. Also. Ohne es zu wollen, habe ich mir bescheuerte Intrige erschaffen. Der König von England ist Offa, der große Hirsch. Was? Offa, der große Hirsch. Der große Hirsch. Oh mein Gott. Und Martins Herrscher heißt einfach nur noch Mareike. Super. Ja, wir haben ja auch immer noch den Schenkelbeißer. Oh. Wo? Den Herrscher vom Wendenreich. Was? Ja. Strategie 99 ist der Heilige. Na, schöner Heiliger. Was ist denn noch so? Ihr seid immerhin gerecht, so wie Light Yagami. Ich bin ein Gott. Oh, hier ist einer der Gigant. Da musst du mal was dran arbeiten. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll, dass Alfreds Herrscher Pierre Vogel der Vogler heißt. In Afrika gibt's einen Froschartigen. Vogel der Vogler. Mein Name. Oh Mann, ey. Erklär lieber mal das Hakenkreuz, Junge. Ja, das muss er immer noch rechtfertigen, du. Leute, es ist soweit geraten, dass wir hier... ist ganz schwer, es zu sagen, aber wir haben tibetanische Muslime. Ja, das kommt vom Trinken, mein Guter. Ich glaube, Strategie 99 ist bei 99,999. Wollte man nicht irgendwo auch Religion anzeigen lassen? Ja, der Religionsbutton ist doch schon so ein Halbmond. Passt doch alles. Wenn ich den Religionsbutton sehe, sehe ich so einen Mischmasch im Nahen Osten. Also wenn ich auf Religion gehe... Guckt mal an, wie es in Tibet aussieht. Guckt ihr euch das mal an. Buddhistisch und Böde ist übereinander. Ja, ich sehe es schon. Also. Passt doch sehr gut. Tengrisch ist da noch im Angebot. Die Manichisten sind ganz mächtig. Panestorianer. Aber von den Herrschern ist wirklich hier Tibet und Afghanistan absolut hässlich, was die Vielfalt angeht. Verbindung wurde getrennt. Oh. Spiel wird beendet. Soweit nicht mehr aufgeholt, dann haben wir jetzt einfach quasi ja beendet. Umfrage und Safe kommt morgen, denke ich mal, rein. Okay. Jo. Bis dahin. Schönen Abend erstmal. Ja, dir auch. Was gibt's denn für. Das Ding ist im Weg. Martin, guck dir einfach das Chaos in den Okay, natürlich. Griechisch, ja, passt doch. Euch auch einen schönen Abend.
Okay, wir sehen uns, wir hören uns. Hi. Gaddafi. Gaddafi. Oh. Prost auf Gaddafi, Leute. Der Gerechte. Ja, natürlich. Ja, er hat Assyrien wieder zu wahrer Größe geführt. Er ist bekannt geworden als derjenige, der den Krieg 4 Jahre lang. Ja. Und der Luzifer wieder zu einem guten Gott gemacht hat. Und die Inzucht legalisiert hat. Das verstehe ich immer noch nicht. Ab jetzt ist die Inzucht was Göttliches, mein Guter. Ich habe 22.000 Punkte jetzt. Oh Gott, zum Menü bitte, ja. Oh Gott, ich bin ja auch nicht so mehr so wach. Endlich diesen Scheiß hier beenden. Endlich muss ich nicht mehr so tun, als würde ich euch mögen. Oh Gott, ist das Spiel schlimm.